Hänzler, schnelle Nummer. Heute gibt es gratinierten Curryblumenkohl. Dafür den rohen Blumenkohl fein runterschneiden und dann anbraten. Wichtig, während der Blumenkohl brät, immer wieder ein bisschen bewegen und schwenken. Der Blumenkohl hat jetzt hier knappe 10 Minuten geröstet in der Pfanne. Was man jetzt macht, Flöckchen Butter dazu geben, durchschwenken, dass die Butter sich auflöst. Gewürzen wir das Ganze mit Pfeffer bzw. Salz. Und jetzt kommt's aber, Curry, und zwar ordentlich. Richtig große Prise Curry. Anrösten. Jetzt hört ihr das auch richtig, wie das schön sich verteilt mit der Butter und das Currypulver richtig seinen Geschmack entwickelt. Und jetzt kommt Käse drauf. Als einfach Käse, was ihr da habt. Ich habe jetzt hier Butterkäse. Wenn man mehr Geschmack will, kann man natürlich Gouda nehmen, Emmentaler, was auch immer. Aber ich lege jetzt hier einfach Butterkäse drauf. Und jetzt geht die Pfanne bei 200 Grad Umluft in den Ofen oder lässt.